Mit Pauken und Trompeten begrüße ich euch in der neuen Woche. Ja, ich hoffe, ihr habt einen reibungslosen Start in die neue Woche gehabt. Ja, und ich bin hier zurück mit Part Nummer 33 von Breath of Fire 3. So, wir sind jetzt hier immer noch in, was heißt immer noch, wir sind in Draknia angekommen. Und wir stehen hier vor leer gegessenem Geschirr. Vor leerem Geschirr, meine ich. Und Besteck. So, und da verlassen wir die Hütte und Ray wartet schon auf uns, um sich so ein bisschen mit uns zu unterhalten. Also, er bewundert die Brut. Ja. Da führen wir hier noch so einen kleinen Dialog untereinander. So, Gar. Wie fühlt sich Gar, ne? Ich meine, klar. Die Stadt ist natürlich voll mit Leuten, die quasi mal seine Feinde gewesen sind, wie Ray hier schon sagt. Und dann gehen wir ihm mal ein bisschen aufheitern. Ja, cool. So, jetzt gehen wir auch erstmal hier Nina anquatschen. Okay, und hier haben wir dann einen Rack da. Also ein Dromeda oder was? Muvau. So, jetzt gehen wir hier erstmal Gar anquatschen. Wo ist er? Hier oben ist er. So, Gar. Was hast du uns jetzt zu erzählen? Also, wirkt sehr nachdenklich, der Gute. Seine Nachdenkpose. Ja, und er glaubt natürlich, dass er auf ewig der Erzfeind in diesem Dorf sein wird für die Dorfbewohner. Genau, aber du wolltest ja hier. Du wolltest ja quasi zu Gott. Also hast du das, genau. Tja, und die Zweifel, die werden natürlich nicht weniger hier in dieser Stadt. Mal gucken, was wir hier noch alles erleben werden in Draknia. Ich meine, da haben wir ja natürlich auch einen sehr, sehr anstrengenden Weg hinter uns. Ich meine, das ist, glaube ich, gerade die erste richtige Unterhaltung zwischen Ray und Gar. Ich meine, ja. Aber er scheint ihn irgendwie überzeugen zu können, dass er nicht mehr so viel Trübsal bläst. Ja, das stimmt wohl. Da hat er einen guten Punkt. Genau, denk nicht zu viel nach, Gar. Ist jetzt hier Diplomat oder was? Also der haut hier richtig gute Punkte raus, finde ich. Oh, der Dorfälteste möchte mich sehen. Das ist also nicht Griol. Dann gibt also noch jemanden, der älter ist. Alles klar. Gut, und da sollen wir jetzt hin? Im Dorfzentrum ist ein Brunnen. Okay, ja, da müssen wir dann hin und uns dann mit dem Dorfältesten unterhalten. Und ich würde doch einfach mal sagen, bevor wir da reingehen, gehen wir doch einfach mal in ein paar Hütten rein. Und da war jetzt eine Drachenstatue, die könnt ihr nutzen, um zu speichern. Mal kurz gucken, habe ich überhaupt noch volle Energie? Nee, habe ich nicht. Vielleicht sollte ich auch mal vorher schlafen gehen, weil wer weiß, was noch kommt. Ich sag nur Bosskämpfe. Einfach mal hier hin. Und dann quatschen wir mit der Omi hier. Ach, wir können hier Items kaufen. Das ist doch schön. Oh, Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Vitamine. Oh, wir nehmen hier 60 Vitamine mit. Wir könnten jetzt hier Ausrüstung holen, aber... Wobei... Eine neue Waffe für Rio ist schon ganz gut. Aber ich habe das Gefühl, dass Ray auch mal so ein bisschen was vertragen könnte. Ah, ich hole mal was hier für Ray. So. Sollen wir mal gucken, ob wir uns hier noch anderweitig ausrüsten könnten.
Ach, wir haben noch den Asbestpanzer. Das ist gut. Oh, Federsäbel für Ray. Das ist gut. Kann er die ausrangierten Klamotten anziehen. Oh, er hat... Oh, er hat gar kein, Nee, Intelligenz brauchen wir nicht. Hilft bei Überrumpelung. Mhm. Ach, wir nehmen einfach das Seelenjuwel für Ray. Alles gut. So. Ja. Ne, da kommen wir ja her aus der Hütte. Dann gehen wir in die Hütte rein. Und dann legen wir uns mal ein bisschen ins Bett. Sollten wir definitiv mal machen. Haben wir im letzten Part ja noch nicht gemacht. Ja, ich hätte gestern nicht aufgenommen, weil, ja, ich hatte halt keinen Bock. Ja. Passiert auch mal. Und in dem Schrank ist nix. Und dann wechseln wir einmal die Teammitglieder, weil wir jetzt hier kein Buch haben. Gehen wir mal ins Zelt. So. Und wir könnten jetzt ins Feendorf gehen. Das machen wir aber dann, ich würde sagen, entweder im nächsten Part oder wenn wir hier mit dem Hauptteil des Parts fertig sind. Ja. Hast ja mehr oder weniger schon zum Anfang des Spiels schon so oft angemerkt. Zumindest, dass Rio kein böser Drache ist. Das weiß man nicht, Ray. Das weiß man nicht. Ein Techno-Zeitalter. Also ich kenne auch das Techno-Zeitalter, das waren aber bei uns die 90er. Okay, gut. Das ist alles gut. Und jetzt müssen wir einmal Nina mitnehmen. Ray lassen wir erstmal hier. Ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir Nina und Gar in der Gruppe haben, wenn wir zum Dorfältesten gehen. Oh, jetzt habe ich hier erstmal so ein bisschen gepennt und nichts gemacht. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in, ans Eingemachte. Genau, und dann ab zum Brunnen. Da müssen wir runter und da unterhalten wir uns gleich, wenn wir angekommen sind, mit dem Dorfältesten. Genau, da könnt ihr jetzt natürlich, da ist ein stillgelegter Brunnen, hier sind noch Wasserreste. Erinnert eher an so ein Schwimmbad, hab ich immer gedacht. So, und das Bild kommt ja einem auch bekannt vor, wenn ihr dann das Intro laufen lasst. Das ist das gleiche Bild aus dem Intro. So, dann gehen wir einmal hier in die einzelnen Räume rein. Und wir haben wieder Schränke. Cool. Ein Würfel gefunden. Und nichts gefunden. Wundervoll. Dann gehen wir in den Raum 2. Nö. Ist nix. Und da gehen wir dann in den Raum des Dorfältesten rein. Und das ist halt ein sehr komischer Kauz. Dann da in der Mitte. Auf der Bühne, so gesehen, sieht es aus wie so eine Bühne. Okay, Bono heißt der Dorfälteste. Ja, wie der Sänger von U2. Also, so ein bisschen Ähnlichkeit ist ja nicht abzustreiten, ne? Okay, da unterhalten wir uns jetzt mal mit Bono über U2. Nein, natürlich nicht. Natürlich über die Brut, aber hört sich ähnlich an. Genau, das Bild, das Gemälde vom, von dem langen Gang. Das Bild stellt dann die Geschichte der Brut dar. So, und da können wir das nochmal sehen, das Bild. Und da rollt es dann quasi nochmal von links nach rechts. Und von rechts nach links. Ja. Genau, da werden hier noch so ein paar Einzelheiten erzählt. Und ich glaube, von ihm erfahren wir jetzt auch so einen großen Teil der Wahrheit, was die Brut angeht. Aber ist ein cooles Bild, das hätte ich auch gerne als Poster zu Hause hängen. So, lässt sich bestimmt irgendwie einrichten. Myria, den Namen haben wir jetzt auch schon des Öfteren gelesen.
Miria ist dann die Göttin der Ukania, nicht der Ukrainer. Gottes Willen. Okay. Und jetzt möchte er mit Gar sprechen. Bringt ihn her. Ja gut, alles klar, komm. Mit Ryu hat er keinen Bock mehr zu quatschen. Und jetzt tritt dann Gar auf die Bühne. Und dann labern wir mal ein bisschen mit ihm. Beziehungsweise dann labert er erst mal ein bisschen mit Gar. Oh, da kommen direkt Vorwürfe. Tja. Aber er redet respektvoll mit ihm. Okay. Klare Worte. Ehrenmann. Ehrenbono. Ja, man darf es sich selbst nicht erlauben, sich von Hass blenden zu lassen. Das kann man auch sehr gut aufs echte Leben übertragen. Wirklich sogar. Viele Situationen, da muss man das einfach, muss man dem Hass einfach mal in den Arsch treten. Oh, möchte er nicht. Du bist doch genauso ein alter Knochen wie ich. Jetzt hau ab. Hast mich Altältester genannt. Okay, mit wem möchte er jetzt reden? Wahrscheinlich, ein hübsches Mädel, ja. Und deswegen müsste er da Nina mitnehmen. Okay, alles klar. So, ihr könntet auch Momo mit im Team haben, aber da macht er nämlich eine Bemerkung, dass er hübsche Mädels haben will. Und ich weiß nicht, ich finde das gar nicht nett, was er dann über Momo sagt. Also, wenn ich mir das ausruhen könnte, ich würde statt Nina lieber mit Momo quatschen. Auch wenn sie da eher so fachchinesisch redet. Okay, Großvater. Dann unterhalte ich mal mit dem Großvater. Also wollte die Brot eher verteidigen statt angreifen. Naja. Ja, da ist natürlich eine ellenlange Cutscene. Ja, könnten. Könnten haben sie aber nicht gemacht. Tja, und Miri hat dann... Die Miri hat dann beschlossen, nee, immer, geht nicht, die müssen vernichtet werden. Die scheiß Drachen. Und da ist dann der springende Punkt. Die haben die Kraft einfach nicht, die haben ihre Kräfte einfach nicht genutzt. Deswegen die dann verloren haben und quasi vernichtet wurden. Nö. Da hast du mit deiner Vermutung eigentlich einen Schwarze getroffen, die du mal zu einem früheren Zeitpunkt des Spiels geäußert hast. Oh, komm ganz nah zu mir, Nina. Genau, komm mal ganz nah dran, Kollege. Jetzt knie erstmal nieder. Oh, jetzt möchte er einen Knutscher haben von Nina. Ja, keine Ahnung, mach was du willst. Und jetzt gibt sie ihm einen Knutscher. Yes. Och, der alte schwere Nöter. Ne, siehste, geht doch. Er ist zufrieden. Na gut, dass er nur einen Kuss wollte, ist ja noch harmlos. Ne? Hätte ja auch noch andere Sachen verlangen können von Nina, aber da wollen wir jetzt nicht präzisieren.
So, jetzt könntet ihr eigentlich auch als Rio auf die Bühne gehen, aber ich möchte was anderes machen. Ihr solltet auf jeden Fall ausgiebig leveln. So, und das mache ich jetzt auch. Und wenn ich fertig mit Leveln bin, mache ich hier weiter, aber auch nicht mit Nina in der Truppe, sondern mit Ray. Dann sag ich doch einfach mal bis später, Peter. Ja, da sind wir wieder zurück und wir wollen ja jetzt leveln. Und ich habe ja mal vor geraumer Zeit eine wirksame Level-Methode angedeutet. So, wir sind jetzt hier auf dem Zublo-Berg und jetzt gehen wir in den Vulkan rein. Denn hier findet diese wirksame Level-Methode statt. Dazu müssen wir nur den richtigen Gegner finden. Und haben wir ihn? Na, haben wir leider nicht. Okay, kein Ding. Wir machen jetzt hier erstmal alle kalt. Dürfte auf jeden Fall kein Problem mehr sein, zumindest hier nicht für die zahmen Echsen. Ja, dann so leveln wir natürlich nicht wirksam. Ich möchte nämlich einen bestimmten Gegner treffen, nämlich den Lava-Man. Lava-Man. So, und dazu habe ich jetzt auf jeden Fall den Feuerring und einmal den Asbestpanzer an. Da sind wir endlich Lavatieren begegnet. So, also den einen werden wir natürlich erstmal plündern. Und den anderen stärken wir bereits mit Molotow. Wir machen dann mal so eine, in so einer kleinen Light-Variante, dass ich den dann, ich sag mal, 5-6 Mal Molotow zu fressen gebe. Oh, ich habe mir ein Vitamin geschnappt. Das ist doch schön. So, da kriegt das obere Lavatier 2 Molotows diese Runde, den er dann aufzehren kann. Sehr schön. So, noch ist er nicht wirklich stark. Dann schauen wir doch einfach mal, wie er dann aussieht, wenn wir das dann mit, wenn wir ihn dann mit 6 Molotow füttern. So gesehen. Aber ich möchte gerne erstmal ihn hier killen. So, dann hat er seinen dritten durchgehabt. Sehr schön. Ja, noch bemerkt man nicht so den großen Unterschied. Okay, das erste Lavatier ist weg. So. Und dann machen wir das einfach mal so. Jetzt machen wir einen Safe State. Ich weiß, jetzt zerrt die Flammen auf. Bla bla bla. So. Molotow. Da haben wir 5 Stück. Man sieht, er ist deutlich stärker geworden. Ja, ich glaube, 5 Mal wird es ausreichen. Der macht ja jetzt schon gut Schaden. Und dann werden wir gucken, dass wir den dann erledigen. So. So, dann nehme ich so. Gar kriegt ein Vitamin. Rio setzt einen Gegenstand ein. Ein Eisgegenstand, nämlich hier Zäpfen. Und Gar tut dem gleich. So erledigen wir dieses Vieh. Effektiv. Ja, super. Ja gut, wenigstens haben wir jetzt das Vitamin nicht umsonst verpulvert. Und dann schauen wir mal. Zack. Ja, macht gut Schaden. So, und jetzt müssen wir unbedingt schauen, dass Rio nicht gleich wieder getötet wird. Deswegen setzen wir jetzt 2 Ammoniaks ein auf Rio. Wenn man das mal zu Showzwecken zeigen will, kommt da nichts. Kommt da nichts bei rum. Ne? Aber, Safe State. So, da fangen wir doch erstmal mit Molotows an. 3 Stück. Wollen wir dich da, Molotow. So machen wir das. Wir erhöhen mal auf 10. Wir machen mal vorsichtshalber 10 Molotows. Und dann greifen wir ihn mit Zäpfen an. So. Und damit erhöhen wir auch die EP, die wir bekommen dadurch. Ja, man sieht. Oh, oh, oh. Und heilt eure Truppe nicht. Das ist ganz wichtig. Heilt eure Truppe nicht. So. Drei haben wir schon mal. Okay, dann kriegt er jetzt nochmal 3 Stück. Und dann schauen wir mal. Dann haben wir 6 Stück. Dann haben wir ihn 6 Stück verpasst.
Und dann verpassen wir ihn noch insgesamt 4 und dann geht's dann ins Erledigen oder ins Erledigt werden, würde ich sagen, ne? Mein Gott, was ist das für ein, was ist das für ein Part? Du meine Güte, so. Danach hat er 9. Genau, hau ihn weg. Jetzt hat er zumindest 8 Molotovs bekommen. Und jetzt müssen wir gleich direkt 2 Ammoniaks einsetzen. Genau, zieh mal deine Flammen auf. So, Ammoniak, nicht Molotov. Ammoniak, Ammoniak und Ammoniak. Genau, und jetzt werde ich natürlich wieder volle Möhre verprügelt, weil er zuerst dran ist. So, und jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir hier alle lebendig kriegen. Sehr gut, Ray. Sehr gut, Ray. Ja, Rachetreffer, ja, schade, nichts gebracht, aber... Ist das halt nun mal so. Ja, gut, er ist platt. So, er setzt dann Zäpfen ein. Und Rio am besten auch. Und Gar verteidigt einfach. Wundervoll, wundervoll. Ich liebe das. Diese Runde liebe ich. Diese Runde liebe ich. Okay, der hat jetzt 8 Molotovs. Mal gucken, wie viele EP es dadurch gibt. Eine kleine, leichtere Variante wird das dann. So. Man sieht's, über 1000 EP, je stärker ihr den macht. Also das ist dann, Demonstrationszweck ist geglückt, so levelt ihr schnell. Ja, und da werde ich jetzt noch ein bisschen Offscreen mit weitermachen und dann werde ich zurück nach Darknir gehen. Ich würde mich für diesen Part verabschieden und euch einen angenehmen Abend wünschen. Bleibt gesund, wascht euch die Hände. Und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis bald, euer Last Exit 1988. Tschüss.